Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christian Hoffmann, ich bin Rechtsanwalt in Kiel und ich helfe täglich Betroffenen, die rechtliche Probleme mit Datingportalen im Internet haben. In diesem Zusammenhang habe ich sehr häufig auch mit Mahnungen der Culpa Inkasso GmbH bzw. von Rechtsanwalt Albrecht König aus Stuttgart zu tun. Die Mahnungen sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Dort heißt es in der Überschrift meistens Inkasso-Fallübernahme, vorgerichtliche Zahlungsaufforderung. Und in dem Text wird einem dann erklärt, auf welcher Seite man sich angeblich angemeldet hätte und jetzt eben verpflichtet sei, die entsprechenden Mitgliedsbeiträge dafür zu bezahlen. Sollte keine fristgerechte Zahlung erfolgen, wird damit gedroht, dass ein gerichtlicher Mahnbescheid beantragt wird oder eine Klage eingereicht wird und daraufhin könnten dann später sogar Vollstreckungsmaßnahmen durchgeführt werden. Ganz ähnlich sind auch die Mahnungen von Rechtsanwalt Albrecht König gestaltet, der meistens dann eingeschaltet wird, wenn man auf die Mahnungen der Culpa Inkasso GmbH nicht reagiert bzw. eben nicht fristgerecht bezahlt. Etwas ungewöhnlich ist, dass nicht nur Mahnungen per E-Mail und per Brief verschickt werden, sondern die Betroffenen häufig auch SMS-Nachrichten bekommen. In den SMS-Nachrichten wird man aufgefordert, dort jeweils anzurufen, weil man etwas dringend klären müsste. Zum Teil wird man aber von den Unternehmen auch selbst angerufen, meistens erfolgen die Anrufe offenbar aus einem Callcenter. Was genau sollten Sie jetzt tun, wenn Sie ebenfalls eine solche Mahnung bzw. Rechnung erhalten haben? Zunächst einmal ist natürlich jeder Fall irgendwie anders und deswegen kann ich jetzt keine allgemeingültige Antwort in diesem Video liefern. Aber ich kann Ihnen ein paar allgemeine Tipps geben, die Sie auf jeden Fall beachten sollten. Der erste wäre, dass Sie die Mahnung nicht einfach so ignorieren sollten. Die Gefahr, dass irgendwann gegen Sie ein Mahnbescheid oder eine gerichtliche Klage eingreift, ist einfach zu hoch. Deswegen würde ich immer empfehlen, sich erstmal grundsätzlich dagegen zu wehren. Zweitens ist es aber auch keine gute Idee, die Beiträge einfach so kommentarlos quasi zu bezahlen, in der Hoffnung, dass die Sache dann erledigt ist. Denn gerade in diesen Fällen von Dating-Seiten ist es halt so, dass es sich häufig um Abos handelt, die sich eben automatisch immer wieder verlängern, wenn man keine Kündigung einreicht und keine wirksame Kündigungsbestätigung von diesem Unternehmen vorliegen hat. Wenn Sie also der Ansicht sind, dass diese Mahnung eigentlich unberechtigt sind, dann sollten Sie sich dagegen schon zur Wehr setzen. Der Vorteil für Sie ganz allgemein ist erst einmal, dass die jeweilige Gegenseite beweisen muss, dass Sie sich tatsächlich auf dieser Seite angemeldet haben und dass die dabei entstehenden Kosten auch klar und deutlich hervorgehoben waren und für Sie auch wirklich erkennbar waren. Aber ich rate eigentlich grundsätzlich davon ab, sich telefonisch mit dem jeweiligen Unternehmen in Verbindung zu setzen. Die Gefahr, dass Sie am Telefon irgendwas sagen, was Sie hinterher bereuen, beziehungsweise dass Sie sich zu irgendwas verleiten lassen, ist meiner Ansicht nach einfach viel zu groß. Zudem habe ich es eigentlich noch nie erlebt, dass tatsächlich am Telefon irgendwas mit diesem Unternehmen geklärt werden konnte. So, deswegen ist mein Tipp eigentlich immer, statt telefonisch sich mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen, würde ich immer bevorzugen, etwas schriftlich dorthin zu schicken. Dies hat für Sie den Vorteil, dass Sie später beweisen können, dass Sie die Forderung bestritten haben. Und wenn Sie sich dagegen wehren, dann handelt es sich auch um eine sogenannte bestrittene Forderung. Das hat den Vorteil, dass diese offene Forderung nicht einfach so der Schufa gemeldet werden könnte, was eventuell negative Auswirkungen für Sie haben könnte. Wenn Sie jetzt aber nicht genau wissen, wie Sie so einen Brief formulieren sollen, dann haben Sie auf meiner Homepage auch die Möglichkeit, für viele Fälle ein Musterschreiben herunterzuladen, welches ich speziell für diese Fälle eben entwickelt habe. Dort finden Sie übrigens auch eine Videoanleitung, wo ich das nochmal genau beschreibe. Falls Sie jetzt aber das Gefühl haben, Sie kommen alleine mit dieser Sache einfach nicht weiter, dann können Sie gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Am besten schreiben Sie mir eine kurze E-Mail oder nutzen hier mein Kontaktformular. Ich habe bereits tausenden Betroffenen geholfen, die in ähnlichen Situationen waren wie Ihnen und bin sicher, dass ich auch Ihnen weiterhelfen kann. So oder so wünsche ich Ihnen jetzt aber erst einmal viel Erfolg, sich gegen die Forderung zu wehren und hoffe, dass meine Tipps Ihnen ein bisschen geholfen haben.